Konzerndiagnostik ist heute in Hochstetten-Daun, genauer gesagt auf Schloss Daun. Und unser Gesprächspartner ist Simon Belo. Simon, du beschäftigst dich mit der Thematik Seelen und Erstellen eines Seelenplans. Könntest du dich im ersten Schritt unseren Zuschauern mit kurzen Worten vorstellen und dann vielleicht beschreiben, wie du diesen Seelenplan mit dem entsprechenden Teilnehmer erarbeitest? Ja, Simon Belo, ich bin Pädagoge, Gelernter und habe mich halt viel damit beschäftigt, was passiert mit Menschen, wie entwickeln sich Menschen und was steht ihnen im Weg. Und gerade bei dem Thema Seelen ist es für uns so klar, dass Seelen, die hier inkarnieren, die auf diese Erde kommen, dass die sich jedes Mal eine Aufgabe stellen, was sie zu lernen haben, was sie sich ausgesucht haben zu lernen. Und das Problem dabei ist, wenn wir unter heutigen Mustern aufwachsen, dann hat das nichts mehr damit zu tun, dass diese Seele sich das lernen darf, was sie sich ausgesucht hat, sondern was man glaubt, was man tun muss. Und das kann prinzipiell gesehen nicht zu Glück führen, weil man ständig gegen sich selber arbeitet und lebt. Das kann zufälligerweise mal übereinstimmen, das ist aber relativ selten der Erfahrung nach. Also das sehen wir an jedem dieser Teilnehmer der Seminare. Und dann müssen wir halt mal gucken, dass wir die Kommunikation mit der Seele wiederherstellen, damit derjenige erstmal weiß, was er überhaupt sich ausgesucht hat, dass er sich seinen Lebensweg auch so gestalten kann, wie er sich das eigentlich ausgesucht hat und was dem entgegensteht. Das sind für gewöhnlich emotionale Schwierigkeiten. Und da kommt dann der Pädagoge durch, der sagt, okay, emotionale Schwierigkeiten liegen meistens irgendwo in der Kindheit. Was habe ich gelernt? Wie gehe ich mit Emotionen um? Was habe ich eben nicht gelernt? Und dann kann man über verschiedene Methodiken, Kinesiologie, Aufstellungsarbeiten, dieses wieder stärken. Und tatsächlicherweise haben wir ein Verfahren entwickelt, oder ich ein Verfahren entwickelt, dass es möglich macht, Erfahrungen, die man eben nicht gemacht hat und die ich ihm auch nicht anders geben kann, die Erfahrung einer Wertschätzung durch die Mutter, kann man dann aufstellen und in den Körper integrieren, in die Seele integrieren, sodass diese Seele die Chance hat, das als Ressource dann zu benutzen. Okay, du hast eben gesagt, die Seelen, die reinkarnieren, kommen mit einem Plan hier wieder zurück. Ist denn der Mensch, ich sag mal die Person, ist sie sich darüber im Klaren, dass sie überhaupt einen Plan hat? Die meisten eher nicht. Wollte ich gerade sagen, ich könnte mir vorstellen, dass die meisten nicht wissen, dass sie hier auf der Erde eine Aufgabe haben. Genau, und da kann man dann, also ich gucke dann meistens erstmal grob in eine numerologische Analyse des Ganzen rein, was würde mir vorschweben oder was würden mir die Zahlen sagen, bei welchem Plan man sich da so grob ausgesucht hat, in welche Richtung man geht, und dann fangen die meisten auch schon an zu reagieren, oh ja, das bin ich, das kenne ich, das wollte ich immer, konnte es aber nicht tun, weil, oder, also verschiedene Varianten existieren dann natürlich, wobei die Menschen, die auf ein solches Seminar gehen, natürlich schon irgendwie eine gewisse Vorstellung darüber haben, dass es sowas gibt wie eine Lebensaufgabe. Da ist erstmal der Einstieg gefragt. Also wie können wir diesen Einstieg wählen? Mache ich klassischerweise numerologisch. Aber lass das dann auch laufen, was dann auf uns zukommt. Du sagst numerologisch. Kannst du das etwas genauer erklären? Kann ich mir persönlich im Moment nicht so viel darunter vorstellen. Kannst du dir nichts. Also das Geburtsdatum eines Menschen verrät Fachleuten, verrät Zahlenforschern viel über die Seele, die da hinten dran steckt, oder den Lebensplan, den er sich gesetzt hat. Das kann man, das ist, wenn man das oberflächlich macht, äußerst ungenau, reicht als Anhaltspunkt, aber man kann das natürlich auch vertiefen oder verknüpfen mit astrologischen Elementen, was ist da gerade dominant, was ist nicht dominant. Man kann die Zahlen auch noch im Einzelnen betrachten, weil ja eine Summe einer Zahl, also in der Numerologie wird es auf die Quersumme im Endeffekt erstmal reduziert. Aber die Art und Weise, wie die Quersumme zustande kommt, ist auch entscheidend. Also aus welchen Ziffern besteht das dann im Einzelnen, machen wir hier auf dem Seminar relativ oberflächlich, um einen Orientierungspunkt zu haben und dann mit anderen Methoden in die Tiefe zu gehen. Okay, kannst du noch ein bisschen detaillierter
diese Verfahrensweise zu dem Seelenplan beschreiben? Ja, also speziell geht es in menschlicher Entwicklung darum, dass man, also ein gesund aufwachsendes Kind hätte sämtliche Ressourcen zur Verfügung, um seinen Lebensplan zu erfüllen, sonst hätte er sich den so nicht gewählt. Häufig kommen aber emotionale Probleme in der Kindheit auf, dadurch, dass Eltern nicht mehr verfügbar sind, dadurch, dass Schulen eingreifen, Kindergärten eingreifen, die Wirtschaft eingreift, also alles dieses sind Faktoren, die unser Leben stark beeinflussen. Und wenn ich mir zum Beispiel gesetzt habe, ich möchte das Gefühl von Freiheit in diesem Leben erleben und fühlen und in seiner Gänze begreifen, dann stehen uns da halt gewisse Systeme entgegen, die uns das nicht erlauben. Und dementsprechend kommen dann oft Themen auf wie, ja, aber darf ich denn überhaupt Forderungen stellen? Ist auch so ein Klassiker in der Einzelarbeit, wo du halt merkst, dass das Kind nie gelernt hat, dass seine Bedürfnisse wichtig sind und beantwortet werden. Und dann müsste man eben an, oder dann setzen wir an, diese Erfahrungen zu vermitteln, dass man das darf. Ja, oder wie fühlt sich das an? Menschen lernen oder können sich jederzeit umprogrammieren, wenn man das so bösartig sagen will. Also können sich jederzeit ihr komplettes Leben oder alles, was sie gelernt haben, auf den Kopf stellen, indem sie neue Erfahrungen machen. Also Sachen, die sie bisher gemacht haben, anders verknüpfen. Reicht eine einmalige Erfahrung aus oder muss das auch mehrfach wiederholt werden, damit es irgendwo abgespeichert bleibt? Sie kriegen ein Werkzeug an die Hand, dass Sie das selber mehrfach wiederholen können. Es reicht manchmal auch die einzelne Erfahrung. Das sind aber die eher in der Oberfläche schwimmenden Sachen. Also wenn ich halt über Wertschätzung vermitteln möchte, war für uns oft fraglich, wie kann ich das überhaupt, klar, das kann ich einmal tun. Die Frage ist, glaubt ihr mir das überhaupt? Aber wenn ich an Themen komme wie mütterliche Liebe, so ein Klassiker, der oft fehlt, weil Mütter nicht alle, um Gottes Willen, es gibt tolle Mütter, aber ob die überhaupt emotional in der Lage sind, verfügbar zu sein für ein Kind, das ist heute immer weniger der Fall. Das hat Auswirkungen auf das Kind und für uns war es halt wichtig, manche Erfahrungen sind relativ einfach zu vermitteln, aber ich kann, erstens bin ich ein Mann und zweitens bin ich nicht die Mutter, also ist es für mich als Person nicht möglich, jemandem eine Erfahrung von mütterlicher Liebe zu vermitteln. Aber ich habe einen Weg gefunden, das aufzustellen und dementsprechend zu integrieren. Und dem Körper oder dem Seelenkörper, dem Emotionalkörper ist es ziemlich egal, ob er die Erfahrung tatsächlich mit der Mutter macht oder ob er sie anders vermittelt bekommt. Das ist genauso, wie es dem Gehirn egal ist, wenn man, so grübeln ist ein Klassiker, wie man Emotionen ganz negativ verarbeiten kann, weil dann denkt man darüber nach, warum hat der mich Arschloch genannt und das macht man jetzt 500 Mal in der Nacht und grübelt da vor sich her. Und was man dann eigentlich tut, ist, man nennt sich selber 500 Mal Arschloch. Und das ist dem Emotionalkörper egal, ob der andere das tut oder ob ich das selber tue. Die Wirkung ist die gleiche. Das heißt, ich verstärke dieses Problem, ich verstärke dieses negative Problem. Und das Gleiche kann ich aber positiv machen. Ich kann das, was mir fehlt an Erfahrungen, wenn mir die Mutter nicht in der Lage ist, mir das auch als erwachsener Mensch zu geben, ist vielleicht auch schon tot, kann ich das trotzdem über die Aufstellung vermitteln und in mich integrieren. Und umso öfter ich das mache, umso selbstsicher werde ich dadurch. Okay, du redest jetzt von einer Aufstellung. Kann ich mir so nicht wirklich was drunter vorstellen? Ja. Kannst du das ein bisschen näher beschreiben? Aufstellungen funktionieren nach Ereignisfeldern. Also jedes Ereignis in deinem Leben ist permanent verfügbar, weil es nie weg war, es ist immer da. Und eine Aufstellung ist in der Lage, das heißt, ich stelle eine Situation dar und ich arbeite gar nicht mit menschlichen Stellvertretern, ich arbeite mit Stühlen zum Beispiel und da setze ich dann eine Situation drauf, also ich schreibe die auf einen Zettel und du kannst dir das gerne nachher selber anfühlen, wenn du das möchtest.
Ich stelle also eine Situation her, ein Ereignisfeld, und in dem ist dann auch alles, selbst wenn die Mutter verstorben ist, ist sie in dem Moment, in dem Raum da. Und ich kann mir, auch wenn ich mich dann auf diesen Stuhl draufsetze, weiß ich auch, wie die Mama sich gefühlt hat. Und wenn ich mich auf meinen Stuhl, den ich da irgendwo in die Konstellation einbaue, setze, weiß ich, was das mit mir macht. Also die ist einfach live da und ich kriege dieses Gefühl wieder präsent. Ja? Das heißt, wir stellen einen Ereignishorizont, das ist dasselbe, warum können Medien mit Verstorbenen sprechen? Naja, weil die im Ereignisfeld einfach da sind. Warum? Es ist halt ein Verständnis für Zeit und Raum vielleicht notwendig, aber man muss auch nicht unbedingt, das ist das Schöne, nicht unbedingt verstehen, warum das funktioniert. Witzigerweise ist Aufstellungsarbeit sogar wissenschaftlich anerkannt, obwohl sie nicht wissen, wie das funktioniert, aber es wird offiziell in der Pädagogik an den Universitäten nicht gelehrt, aber geduldet. Okay, das ist schon mal ein Riesenschritt nach vorne. Ja, es ist ein toller Schritt. Also es gibt auch Studiengänge, wo das dann tatsächlich auch gelehrt wird. Also es ist halt anerkannt, weil man weiß, dass es funktioniert, wie es genau funktioniert und welcher theoretische Hintergrund da ist. Das ist gar nicht so wichtig. Aber wenn der Mensch da drauf sitzt und das plötzlich erlebt und fühlt, dann weiß er ja nun mal, dass das existent ist. Ich gehe häufig hin und muss dann leider so ein bisschen das Großhirn aus dem Spiel nehmen, weil sich das denken würde, das ist jetzt mal, ich muss da jetzt was machen, so wie ich glaube, dass das stehen muss. Also setze ich die Energie verdeckt auf und damit ist das Großhirn aus dem Spiel und es geht nur noch über Gefühl und Intuition. Und darum geht es uns ja in der Arbeit, um Gefühle, um Emotionen, um die zu bearbeiten, weil das ist das meiste, was uns im Weg stehen kann. Und dann gibst du im Prinzip den Menschen irgendwo Hilfestellungen, ihren Lebensplan oder ihren Seelenplan zu erkennen und ihn dann auch leben zu können. Vor allen Dingen leben zu können. Das Erkennen ist gar nicht so schwierig. Oder da kann man dann auch kinesiologisch testen, was stimmt denn da von dem numerologischen Teil. Ich habe ja, jeder Mensch hat gewisse Vorstellungen, was er eigentlich mal machen wollte oder wo er sich hin entwickeln wollte, das kann man relativ leicht austesten, ob das auch stimmt und ob das für ihn gut ist oder ob das mal an der Zeit ist, da mal eine Auszeit zu nehmen von diesem Leben und sich mal wirken zu lassen, was denn dann noch kommen kann. Das ist kinesiologisch relativ einfach. Der Körper belügt dich nicht, kann er nicht. Das heißt, das ist der einfachste Weg, mit der Seele in Kommunikation zu treten, die Kinesiologie. Und die Aufstellungsarbeit selber würde mir dann halt ermöglichen, herauszufinden, welche Erfahrung muss dieser Mensch machen, damit diese Ressource wieder für ihn verfügbar wird. Ja, also dass das, was im Weg steht, aus dem Weg geräumt werden kann. Also wenn ich der geborene Anführer bin und irgendwie vor Leuten auftreten soll, ich habe aber Angst, mich zu äußern, weil ich das als Kind nicht gelernt habe, dass ich das darf, dann steht das meinem Lebensplan halt einfach im Weg. Und die Frage ist, welche Erfahrung muss ich vermitteln? Und das testen wir einfach aus. Die können sich dann auf verschiedene Erfahrungen draufstellen, die ich so glaube, dass die gerade aktuell wären. Und dann kann man das auch wiederum verbinden mit Kinesiologie, dass man sich in eine Schwächesituation provoziert. Die provozieren wir dann einfach. Es reicht ganz häufig bei Menschen, wenn ich den mal mit Mutter und Vater konfrontiere, also die nicht irgendwo im Raum verteilt sind, sondern wirklich direkt face-to-face konfrontiere, dann kommen da ganz negative Sachen hoch, natürlich nicht bei jedem, es gibt auch tolle Eltern. Aber das gilt im Prinzip für jede Situation, wo man etwas provozieren kann. Und dann lege ich eine Erfahrung unter die Füße und plötzlich fühlt sich die Situation ganz anders an. Oder ich kann es auch provozieren, dass wir eine Schwächesituation herstellen, und ein kinesiologischer Armtest nicht mehr möglich ist, also der ist einfach nicht haltbar und ich lege eine entsprechende Erfahrung oder eine mehrere Erfahrungen unter die Füße und plötzlich ist dieser Mensch gestärkt und kann den Test wieder halten. Kann eigentlich jeder so irgendwo seinen Seelenplan auch, wenn er ihn wirklich erkennt, leben? Du hattest eben von jemandem gesprochen, dessen Seelenplan ist, frei zu sein. Mhm. Wenn ich jetzt mir unsere Gesellschaft anschaue, stelle ich mir das ein schwieriges Unterfangen vor. Gibt es auch Seelenpläne, die nicht umsetzbar sind? Es wird mit Sicherheit Seelenpläne geben, die in einer Inkarnation sehr schwierig sind abzuhandeln, aber das ist ja auch nicht notwendig. Ja.
Man bildet ja dann in jeder Inkarnation Ressourcen, auf die man in der nächsten zurückgreifen, eventuell zurückgreifen kann, außer es passiert wieder was, was dazwischen kommt. Es ist nicht notwendig, das in einer Inkarnation zu schaffen, aber im Prinzip ist für den Menschen alles möglich. Es ist die Frage, wie viel Arbeit und welche Bereitschaft ich dahinter bringe, auch welche Bereitschaft ich habe, durch Schmerzen zu gehen. Ja, also auch das mir anzugucken, was mir wehgetan hat. Wenn ich diese Bereitschaft mitbringe, kannst du eigentlich jeden Lebensplan in einer Inkarnation erfüllen. Aber da kommen wir noch auf andere Themen wie Ahnenketten und Unterstützung und wer flüstert mir da eigentlich die ganze Zeit was ins Ohr? Das heißt, da gibt es noch andere Einflüsse. Natürlich gibt es massenweise. Das heißt, die Seele kommt und hat andere Einflüsse von der Vergangenheit. Ja, man müsste ja erstmal verstehen, was ist überhaupt ein Mensch? Also was du dir unter Mensch vorstellst, aber das ist ja jetzt nicht jeder, der hier in dem Körper steckt, ist irgendwie auch ein Mensch. Ist nicht der Fall, ne. Okay. Also Anastasia nennt das Bioroboter oder Christa Jasinski, meine Mutter, würde es dann, wir stehen glaube ich auch Bioroboter als Begriff drin, aber es ist, also ein Mensch ist jemand, der in der Lage ist, gefühlte Gedanken zu erleben, also der Gefühl und Gedanke in sich vereinen kann und damit eine perfekte Erfahrung darstellt. Und dazu ist er in der Lage. Die Frage ist, warum tut er das? Und er kann durch eine andere Erfahrung, zum Beispiel seine ganzen Ahnenketten, die hinten dran stehen, diese Erfahrung vermitteln. Das heißt, ich kann etwas Neues tun und damit eine neue Information in meine ganze Ahnenreihe setzen, sodass die diese Erfahrungen auch lernen. Und gerade mal so Seelenkonglomerate wie große große Kollektive, ja, oder andere Wesen, wie es gibt da draußen Wesen oder Energien, für jede Energie gibt es ein Wesen, und wenn es einen Hass auf Erden gibt, gibt es den auch personifiziert irgendwo als Energie oder als Wesen, und da stehen dann ganze Kollektive hinten dran, ja, die diese Aufgabe quasi leben. Und wenn ich es schaffen würde, oder der Mensch wäre in der Lage, diesem Hass Liebe zu zeigen. Der kann das von sich aus nicht, aber durch die Erfahrung, durch einen anderen Menschen oder durch einen Menschen, wäre er in der Lage, das zu erfahren. Das ist übrigens der Grund, warum kein Mensch auf dieser Welt irgendeine Privatsphäre genießt, weil uns permanent Millionen und Milliarden von Seelen und Wesen zugucken, weil dafür sind Menschen da. Durch uns können sie Erfahrungen machen.